Hallihallo, ihr YouTube-Terroristen. Hier ist wieder euer Hardy und es heißt wieder 7 Days to Die Zeit. Vorab, kleine Entschuldigung für das letzte Video. Da ist ja irgendwie ab Minute, was war das, 19 oder so, das Bild ausgefallen und ich habe es nicht mitbekommen. Da gab es wohl kleine Probleme bei der Bearbeitung, aber müsst ihr durch. Ist eh nicht viel passiert. Wir stehen hier auf dem Dachboden und warten einfach darauf, dass es Tag wird, damit wir, ja warum eigentlich? Papier haben wir gesucht, genau. Damit wir nach Hause gehen können. Dorthin. Und, ja, weiter umbasteln können. Wobei ich überlege, soll ich wirklich hier warten oder soll man es durch die Nacht ab nach Hause machen? Hm, das hat ja schon mal ganz gut geklappt, ne? Erstmal rücken wir uns ein bisschen Schinken hier rein. Dip, 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 dip. Eat that Schinken, man. Sehr gut. Ja, ab durch den Wald. Bis zum See. Könnte man ja eigentlich mal machen, ne? Aber was haben wir denn an Munition zur Verfügung? Ein paar Shotgun-Shells. Ein paar Bullets. Und da machen wir einmal Reparieren. So. Die Shotgun auch da rein. So. Den Schinken möchte ich ganz gerne sichern. Da, hohe Stein. Schaufel brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir machen das jetzt einfach, würde ich sagen. Wir ziehen uns diese Richtung ist über hier. Also quer rein. Können wir nicht einfach aus dem Fenster raus? Zieh das mal rein, ey. Wie die da an dem Briefkasten abrasten. Und Katze rastet auch total ab im Hintergrund. Haben wir denn hier... Nee, kein Sprengpulver dabei. Schade, sonst hätte ich mal das Dach gesprengt. Wieso rasten die denn da an dem Pfeiler so aus? Also wir müssen praktisch da hinter der Scheune lang. Also so hier dran vorbei und straight... Fuck. Sensi und da durch. Oh, wollen wir? Ich weiß nicht. Ach, wisst ihr was? YOLO! Hüpfer! Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab! Höhe! 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 Weg, weg! Oh! Verdammt! Weg! Oh, shit! Einer. Lass mich nicht verfolgen. Köter? Was ist mit dem Wasser los? Achso, das habe ich ausgestellt, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Bitch, please. Them lag. Hatte ich das nicht ausgestellt, das Wasser? Nee. Mal kurz gucken. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Wir müssen so ein bisschen weiter Richtung Südwesten. Die können wir doch mal nachladen in der Zeit. Lauf. Ich habe Biene. Nicht umdrehen, niemals umdrehen. Sorry. So, kleiner Husten in der Nacht, direkt aufgefallen. Ja, was gibt's sonst Neues? Ist das schon unser See? Nee. Nein, das ist viel zu klein. Das ist der falsche See. Ja, Gewinnspiel ist ja rum, ne? Da werde ich mal gucken, dass ich gegen Ende des Monats... Wir haben Ende des Monats, verdammt. Dann sagen wir einfach gegen Ende der Woche, werde ich schauen, dass ich einen Livestream hinbekomme. Und da werde ich dann ein bisschen was zocken, irgendwie 2 Stündchen oder so. Vielleicht lade ich mir wen da ein. Und da wird der Gewinner dann live gezogen. Wir haben ja ein paar zur Auswahl, die den Key durchaus verdient haben. Also verdient haben ihn eigentlich alle. Nur ich habe nicht so viele Keys. Uhahaha. Schauen wir dann mal. Bin ich mal gespannt. Da gibt es aber noch ein Infovideo Mitte der Woche zu. Ich muss noch mal gucken, ob das alles so technisch läuft mit dem Livestream, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn ich habe sowas noch nie wirklich gemacht, muss ich dazu sagen. Da muss ich mir noch mal ein paar Tipps holen.
Ja, ansonsten, keine Ahnung. Wir haben mal bei den Togethers wieder ein bisschen was aufgenommen gestern. Da wird auch die Tage dann wieder mal was kommen. Freut euch auf Path of Exile und natürlich auf Starbound. Und ja, der Freud ist mit dabei. Das hat funktioniert. War auf jeden Fall sehr witzig. Einfach mal reingucken die Tage. So, und jetzt schauen wir mal hier. Dann müssen wir ja jetzt da sein, ne? Nur noch hier drüber rein, theoretisch. Ich laufe doch schon wieder irgendwie in die falsche Richtung. Kann mir doch keiner erzählen. Nee, ist genau richtig. Was ist das? Sam Hirsch, Sam Kaninchen. Hä? So, ich dachte, das wären Affen. Sind ja irgendwie Affen. Scheißviecher. So. Da ist der See auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur in das richtige Haus rein. Aber das werden wir schon erkennen. Und ich glaube, da vorne, das ist es. Und dann sind wir ja da, weil dann können wir wenigstens ein bisschen was machen. Ne? Sonst würden wir jetzt immer noch auf dem Dachboden stehen und nichts wird passieren. Das wäre ja auch mega langweilig. Was ist denn da los? Warum stehen denn da so viele Viecher vor? Bitch. Und das war auf jeden Fall unser Eingang. Der Eingangsbereich. Ich weiß noch nicht mehr, welche Seite. Da. Nein. Schnell runter. Wenn ihr mir folgt, dann kriegt ihr Schrot ab. Wir statuieren ein Exempel an diesem Köter gleich. Ja, was scheint geklappt zu haben. Ah ne, pass mal auf hier. Hunde riecht? Ich mag Hunde riecht. Komm rein. Alter. Da kommt schon der nächste Trottel. Ich muss mir hier mal eine Tür einbauen. Pass mal auf. Erstmal. Ach du Kacke, jetzt kommen die alle runter. Nee, ernsthaft jetzt? Wie viel Schuss haben wir noch? Zwei Schuss. Nein, lad doch mal. Wieso ist denn hier dunkel? Kann nicht dunkel sein. Verschlag mich doch mal Zunge. So, dunkel kann es ja gar nicht sein. Da hängt nämlich eine Fackel. Oh, Loot. Hä? Nee, so. Ach du. Oh, guck mal, noch ein Buch. Das hat sich doch schon gelohnt. Dass ich die gute Dame mit runtergenommen habe. Hose, mal hier. Fein. Und er? Fein. Shells? Lass sie. Nein, lass die Shotkamera drin. Okay. Als erstes gucken wir mal. Da braucht wieder, mein Gott, mein Deutsch heute. Da muss wieder was rein, was uns irgendwie das Ding mal anfeuert. Haben wir denn hier noch was? Ich würde sagen, wir legen erstmal ordentlich was ab, denn unser Inventar ist ja voll mit sämtlichem Zeug. Zum Beispiel Saat. Chi! Oh! Oh nein! Nicht, dass ich mich noch erkälte. Und der Hals auch. Oh Gott, ich werde krank. Oh nein. Hilfe. Ich sterbe. So. Mal machen wir mal hier rein. Da rein, da rein. Und wie viel Mais haben wir denn mitgenommen? Ja, fick doch die Henne. Du was? Zen Weapons. Und dann legen wir auch die Orja mal da rein. Aber zwei Stück. Das ist schon mal sehr geil. Hä? Muss mir unbedingt da oben mal was hinbasteln. Samen legen wir mal einfach hier rein. Da haben wir ja auch eine ganze Latte. Wozu sind diese Fischgewichte? Die Schwimmer. Senkblei. Keine Ahnung. Glöcke. Dreck. Ton. Einmal Stein, okay. Sem-Treppen. Und dann haben wir hier lauter Deko-Schrott auf jeden Fall noch. Stoff. Painkillers könnten wir uns theoretisch gleich auch mal eine drücken. Da haben wir noch mehr Samen, Alter. Wie diese Katze einfach ausrastet. So, hopp.
Dann machen wir das mal klein. Und hier können wir doch auch Plant Fibers draus machen. Die braucht man nämlich auch fürs TNT. Oder hätten wir uns vielleicht nochmal welche besorgen sollen. Ich glaube, so viele haben wir da gar nicht mehr. Wo waren die denn? Moment. Da. Das ist aber uncool jetzt. Gunpowder. Zack. Zack. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mit der Spitzhacke rumspielen gleich. Hier ist noch mehr Deko. Der TV, genau. Der TV, die Sau. Ich hab das denn hingeschmissen. Ja, komm, schmeiß ich mal hier mit rein. Okay, eine Bandage nehmen wir uns mal. Wie der Knochen hier rumbammt. Haben wir nicht. Haben wir keine Spitzhacke mehr? Gibt's doch nicht. Jetzt holen wir erstmal das Zeug hier raus. So, und dann müssen wir gucken. 11. Nix. Super. Wir brauchen Kohle auf jeden Fall. Haben wir denn hier irgendwo. Ach, guck mal, da ist ja jede Menge. Da hacken wir mal was ab und schmeißen das. Mein Gott. Schmeißen das mal eben in so Ofen. Sticks. Das sollte erstmal reichen. Plywood, Sticks. Okay, und Pickaxe. Da können wir ja hier auch schon mal 5-mal TNT. Ich weiß gar nicht mehr, wofür wir das ganze TNT brauchten. Wollten wir ja, wir wollten da, ach, wir wollten in die Breite sprengen. Und dann nehmen wir auf jeden Fall aber auch das Potassium mit. Jede Menge Kohle für unsere Öfen. Beziehungsweise unsere Schmieden. Achso, die habe ich mir gebaut hier, damit, damit ich da einmal hochkomme, einmalig, weil da war die Treppe noch nicht. So, da oben ist noch Kohle und Eisen. Lass mich doch mal da hoch. Okay, dann haben wir da oben in der Decke noch ein Stück, das holen wir auch noch. Ja, wenn, dann machen wir es ordentlich. Da oben ist auch noch eins. Und auf jeden Fall genug Brennmaterial erstmal für unsere Öfen. Und die Kollegen auch noch. Warum ist es denn hier so dunkel? Da könnte ja auch mal eine Fackel sein, ne? Nun ja, pass mal auf. Die Reihe hacken wir auf jeden Fall mal weg. Dann schmeißen wir kurz die Öfen an. So. 6 Minuten, da kommen wir nochmal 2 rein. Okay. So. Und so. Und dann. Hier wollte ich eine Tür reinsetzen, ne? Aber das machen wir jetzt nicht. Einmal hier die Fackel. Und dann sprengen wir unten wieder. Denn ich möchte das Feld ja schön breit haben. In die Wand rein hier. Zack, zack. Genau. Dann kommt da ein TNT-chen rein. Und dann diese Seite. Moment. Da, da. Ja, doch hier. Da kommt auch ein TNT-chen rein. Zack. Und dann machen wir einmal Kabums. Achtung. Hä? Ah. Senpeng. Okay, jetzt haben wir natürlich nach oben hin dann nicht genug. Warum glänzt das denn alles so hier? Hier einmal. Das weg und machen wir es noch mal einmal breiter. Ja, wir können einmal hier oben. Können wir das TNT unter die Decke klatschen oder fällt es runter? Nee, ist klar. Boah, jetzt bin ich aber nah dran da. Warte mal. Hat total viel Sinn ergeben, was ich jetzt hier gemacht habe.
Kann ich das nochmal aufsammeln? Nö. Nö, was soll's. Aber so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Das war nicht verkehrt. Hüpp. Obwohl das ja eigentlich schon... Wir gucken mal von oben, wie das aussieht. Ja. Könnte ja gar nicht mal so... Könnte breiter sein, oder? Also in die Richtung breiter sein. Zwei haben wir ja noch. Es ist ja jetzt alles nur der Grundstein, ne? Das fällt. Muss man ja mal so sehen. Da werde ich natürlich mit der Spießhacke noch genau bearbeiten. Ja. Oh, das war aber. Wow, das war ganz schön da dran, ey. Das wäre ja fast schief gegangen. So, so, so. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier. Da können wir uns mal einfach oben rumhacken. Zack, zack. Weil wir haben doch den Bohrer, ne? Pass mal auf. Nehmen wir mal einfach 100 Benzin. Und den Bohrer, der war in der Waffenkiste, genau. Zack. Sehr schön. Dann machen wir mal hier. Okay, jetzt haben wir den mehr Spaß drüber. Okay. Jetzt hat er da 100 Benzin reingeladen. Das kann ich jetzt aber auch laufen. Das hat er jetzt reingeladen. Also wenn das Ding jetzt nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. Naja, dann sind wir mit der Spitze etwas schneller als mit dem komischen Teil. Der Bohrer des Grauens. Wie langweilig. Da werde ich übrigens wundern, warum ich nicht nach oben gehe. Ist doch parkt, weil ich jetzt hier oben bin. Ja. Wir wollen ja auch das Feldchen anbauen. Und dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Platz. Palatz. Zack. 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 Haben wir noch Schinken? Yes. Guten Appetit. Ein Stück Wässerchen. Was soll denn ich eigentlich gerade? So, ja, ich wollte das umhauen hier, weil wegen der Mine. Aber wir bauen sich irgendwie was in die Höhe statt in die Breite. Das machen wir noch weg hier. Oh, Kohle. Zumindest können wir es nicht übersteigen, klar. Also wir brauchen auch ein bisschen Platz auf dem Feld. Ja? Wir haben ja Beeren, wir haben Kartoffeln, wir haben Mais. Da ist ja alles vorhanden eigentlich. Und wir können uns bei Gelegenheit auch mal einen Tropfen Wasser hier unten in die Bude kippen, dann können wir nämlich unsere Gläser daran voll machen. Dann haben wir zumindest eine Grundwasserversorgung. Das ist ja
leer. Ich glaub's nicht, ey. 100 gar für die Katze. Hätten wir uns da lieber irgendwie Explotonnen basteln können und das Ding hier alles sprengen. Wie ätzend. So, naja, zumindest haben wir hier jetzt schon mal ein Stück Decke weggezimmert. Und dann gucken wir in der nächsten Folge, dass wir da unten noch ein paar schöne Korrekturen vornehmen, den Raum ein bisschen quadratisch hinbekommen. Wobei wir können auch losgehen und Gras besorgen. Da will ich Gras besorgen. Ja. Soll ich den jetzt abhacken? Muss der da links da runterfliegen, oder? Ha! Hail to the physics! Ne, dann besorgen wir uns nämlich ein bisschen Gras, sprich Lunden. Und machen hier nochmal ein bisschen Kabumpeng. Weil so sind wir Jahre beschäftigt, ey. Mega viele Jahre. Mach mal hier. Sind mal die 6 noch in mich? Das sind mehr als 6. Na gut, liebe Leute, pass mal auf. Wir hüpfen mal eben hier runter. So. Da sind wir auch viel zu weit schon wieder drin, ey. Naja, pass auf, wir machen mal uns eben einen Überblick und dann sage ich euch mal, was genau ich noch vorhabe. So, und zwar diese Ecke hier. Bis auf den Boden. Kommt komplett weg bis auf die Tiefe dieser Wand. Und dann haben wir hier einen schönen großen Raum. Ja, und dann legen wir da richtig schön Dreck aus. Und pflanzen an. Wie sich das nun mal gehört. Ja, für die guten Farmer. Und dann pflanzen wir da unsere Kartoffeln und unseren Mais und unsere Blaubeeren. Also, wisst ihr Bescheid, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht's hoch, Gras holen und noch ein bisschen TNT. Und dann macht's da nochmal Kapeng. Und dann machen wir uns das hier schön. Ich mach's gut, ihr macht's besser, euer Hardy.